Moin Leute und schon wieder ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Die Geburtstagsstaffel von Last Day on Earth ist in vollem Gange und heute wollen wir uns mal ein Event anschauen, was für den einen oder anderen nicht ganz unbekannt ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go mit dem Intro und dann gucken wir uns das Ganze mal gemeinsam an. So, zuallererst müssen wir natürlich in den Bahnhof rein. Ihr hört schon wieder im Hintergrund, hier ist wieder einiges los. Die Tafel müssen wir natürlich bedienen. Hier gibt es wieder eine Aufgabe, die wir abschließen müssen. Hier wird quasi nur gesagt, dass wieder jemand vermisst wird, dass wir einer Sache auf der Spur sind. Und dafür müssen wir natürlich erst einmal auch auf die Karte gehen. Auf der Karte angekommen, begrüßt uns dann ein neues Event namens Partybus. Und die, die bereits letztes Jahr bzw. das Jahr davor schon aktiv dabei waren, kennen dieses Event hier. Sie haben Brian, wir müssen ihn retten, habe schon einen Plan, gib mir Deckung. Ich würde sagen, das Ganze machen wir einmal und unterstützen ihn. Vorsicht bei dem Feuerwerk, da solltet ihr möglichst nicht in dem roten Bereich stehen. Dann kommen hier noch ein paar Plünderer, die relativ auch leicht mit Schlagwaffen zu machen sind. Locken wir den Rest mit einem Feuerwerk heraus. In der Zwischenzeit schleichen wir uns weiter ins Lager. Gut, wo ist er hingelaufen? Da unten. Da ist auch nochmal Feuerwerk, was man zünden kann. Neben dem Feuerwerk ist eine Tasche, aus der bekommt ihr die Fackeln. Ihr seht, mit einer Feuerwaffe bzw. mit jeder anderen Waffe könnt ihr das Feuerwerk nicht entfachen. Aber keine Sorge, hier drin sind genug Fackeln drinne, die ihr benutzen könnt. Und hier auch ganz wichtig, nicht im roten Bereich stehen, sonst passiert nämlich das hier. Damit das nicht passiert, wirklich auf Abstand gehen, bisschen mehr als zu wenig, sonst ja, habt ihr dann hier schlechte Karten, ne? Wenn wir dann wieder da sind, liegt die Leiche auch da, also da an der Stelle kein Problem weiter, falls es doch passieren sollte, dass ihr sterbt. Ihr könnt dann trotzdem ganz normal weitermachen. Natürlich müsst ihr jetzt nochmal das Feuerwerk anzünden. Das Ganze machen wir hier mal schnell. Und während dann die Plünderer runtergerannt kommen, müsst ihr dem Ryan hier folgen. Sie werden jetzt alle runterstürmen. Los geht's. Schleichen wir uns ins Lager. Ihr seht, die sind jetzt alle dort bei dem Feuerwerk gewesen. Wir sind fast da. Leise, wir werden sie von hinten angreifen. Hier sind nochmal ein paar Plünderer, die hier ein paar Testübungen machen mit den Waffen. Und hier haben wir diese Gefangennahme, diesen Überfall. Ihr müsst die Plünderer hier angreifen, beziehungsweise auch sogar töten, ne? Um den Brian, der dort die Hände oben hat, zu retten. Wenn ihr das nicht macht, dann wird euch die Quest nicht gut geschrieben. Wir machen das Ganze hier mal mit der Fackel, aber aufgepasst, der eine Kollege dort hat eine Schrotflinte in der Hand und die macht echt viel Damage, wenn ihr keine so gute Rüstung anhabt. Aufpassen, wenn ihr die anderen Plünderer, die dort die Probeschüsse machen, auch noch angreift, kommen die auch an. Ryan, ich bin dabei, Brüderchen. Die erste Runde geht auf mich. Also jetzt hat er sich quasi bedankt und ist abgehauen. Ja, das ist ein schönes nostalgisches Event. Das war bereits zum zweiten Jahr von Last Day on Earth da mit vielen, vielen Quests, was man machen konnte. Ihr seht es ja auch dort an dem Van, steht 2 Years. Man bekommt hier auch noch Bier aus den Kästen, die hier stehen. Kleine Änderungen wurden vorgenommen von diesem Event, aber im Großen und Ganzen eine schöne Sache, dass man das wieder mitgenommen hat. Aber nicht nur, es gibt ja viele, viele andere Dinge, die in diesem Update dazugekommen sind. Also an der Stelle Daumen hoch, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Was ich jetzt mache, solltet ihr möglichst nicht machen. In der Regel könnt ihr jetzt ohne weiteres aus diesem Event rausgehen, wieder zum Bahnhof gehen, die Quests erledigen, Season-Punkte abstauben, fertig ist. Ihr solltet nicht das machen, was ich jetzt hier mache, weil so könnte es sein, dass ihr eventuell sterbt. Deswegen renne ich hier jetzt auch, statt die alle zu töten, weil die Chance, dass man da irgendwas von dem bekommt, ist relativ gering. Gut, das war schon das Ende vom Video. Abonnieren nicht vergessen, das ist für euch kostenlos. Mich unterstützt es. Wir haben fast die 4000 Abonnenten geknackt. Und natürlich auch Glocke aktivieren, damit ihr die anderen Videos zur Staffel 15 und vor allem auch für folgende Updates nicht verpasst. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.